Hi, mein Name ist Gunnar von Jamix Music und heute möchte ich euch zeigen, wie schnell man Musikbetten bauen oder verlängern kann, wenn man die Jamix Matrix und Live 9 zur Hand nimmt. Ich habe hier die Mixouts eines Showopeners. Ziehe ich den Hauptmix hier mal rein. Wichtig ist zuallererst das Tempo anzupassen. Hier 128 ist das Quelltempo. Das gebe ich auch im Arrangement ein. Dann mache ich mir den Cycle schon mal auf 16 Beats. Das macht mir das Schneiden später leichter. Wir hören mal rein. HR3. Hier geht gleich die Hauptstrecke los. Ab hier schneide ich. Die beiden Intro und Outro behalte ich. Mute die Clips nur. Leg jetzt schon mal den Light Mix da unter. Jetzt nehme ich nur den Bass. Für den nächsten Part. Wir hören jetzt, dass wir gerade in Light Mix gelaufen sind. Jetzt nehmen wir den Beat aus einem anderen Jingle, was eigentlich 140 hat. Auch wieder Quelltempo auf 140, Warp Raster an. Und dann sinken sich die Teile automatisch aufs Tempo. So haben wir einen neuen Beat aus einem ganz anderen Cut, der passt. Jetzt können wir schon mal unseren Beatmix hinterlegen, das wird dann der nächste musikalische Teil. So. Und das Ende, was ich vorhin abgeschnitten habe, wo auch der Stinger dran ist, das kopiere ich jetzt ganz nach hinten und mache den Clip wieder an, dann habe ich schon mal ein Outro. Und bis das anfängt, kann ich einen SFX mir nehmen, zum Beispiel von unserer Soundcloud-Seite. Hier in dem Ordner auch unser Arrangement legen, wieder Tempo anpassen, 100 BPM in dem Fall, so in etwa auf die richtige Position schieben, mal hören, ob es passt. Das passt. Das Musikbett läuft jetzt zu Ende. Kann ich mir noch ein Intro ranschneiden. Als Start für mein Bett. Hier unten kann man jetzt sehen, dass wir 2 Minuten 30 erreicht haben, eine gute Musikbettlänge. Und so haben wir in wenigen Minuten ein einfaches Musikbett gestaltet. Mehr Zeit kann man natürlich viel mehr tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentare hinterlassen oder besucht unsere Facebook-Seite. Auch gerne liken und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.